Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Planet Coaster. Wir befinden uns gerade in der Mission. Mission Teil Nummer 2 von 1, also bei Stern Nummer 5. Ich glaube, den ersten Stern haben wir ja schon. Die durchschnittliche Zufriedenheit der Gäste sinkt. What? Warum? Alle. Was? Ich habe zu lange rumgedüdelt, glaube ich. Ich muss mir einmal kurz die Gäste angucken. Was ist denn euer Problem? Klo, Hunger, Durst, Zufriedenheit, Energie. Alles. Toll. Klo, Hunger, Durst, Zufriedenheit. Ach nee, Moment, ich muss mal gucken, was habe ich denn überhaupt? Ich habe. Läden. Gar nichts? Okay. Okay. Oh nein, das ist noch nicht mal geöffnet. Ich honk. Ah, shit. Okay, also wir brauchen Essen, Trinken. Das ist natürlich ganz wichtig, weil ich bin jetzt am Anfang ja die ganze Zeit nur durch die Gegend gelaufen und gefahren, um mir die ganzen Sachen mal anzugucken. Wir müssen unbedingt was zu essen haben. Also, Märchen. Doppelter Schiffsbruch, Imbissstand. Finde ich eigentlich cool. Das Problem ist, dass hier alles irgendwie erhöht ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier... Oder mache ich das hier unten hin? Ich mache das jetzt hier unten hin und gucke da mal, wo ist denn vorne? Wo ist denn überhaupt der Eingang? Geht das irgendwie? Ich weiß es nicht. Kriege ich da einen Weg dran? Hä? Ach, da oben ist der Weg? Was zur Hölle? Okay. Oh, das ist ja geil. Das ist ja richtig hübsch. Gefällt mir irgendwie. Das kriegen wir wahrscheinlich auch sogar gut verbunden, würde ich mal schätzen. So, und dann möchte ich auch diesen Weg hier noch in dieser Farbe haben. Ja, mega. Das gefällt mir voll gut. Also es gibt echt so viele Sachen, die sind so schön gemacht. Dann brauchen wir aber eigentlich das jetzt nicht hier auch noch nach unten führen, oder? Das geht doch. Was ist denn das hier für ein Laden? Die haben mir doch gerade gesagt, ich habe nichts. Das ist Essen. Was ist denn das dann hier? Was ist das für ein Laden? Ach so, das ist der Priority Pass. Premium Presse, was für... Ja, warum haben wir denn überhaupt sowas? Wir haben doch noch nicht mal eine Premium-Schlange. Oder? Doch, da. Okay. Toll, jetzt müsste ich ja theoretisch hier eine Premium-Schlange einbauen. Das kriege ich hier nie im Leben unten dran. Das kannst du vergessen. Das kann man mal getrost einfach vergessen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Okay, muss ich beim nächsten Laden dann bedenken. Wobei, eigentlich finde ich das Gebäude jetzt für den Arsch. So, trinken brauchen wir definitiv. Ich nehme halt immer nur das im Moment, ne? Weil ich mache das jetzt nicht. Ich werde es jetzt nicht ausbauen, solange das nicht mein eigener Park ist. Möchte ich am Anfang hier nur mal so ein bisschen rumprobieren. Was soll ich das hier drüber setzen? Hätte auch was, ne? Nee, es geht gar nicht. Ich könnte einen fliegenden Laden bauen. Also wenn ich den einfach hier so dran setze, funktioniert das. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Y wollte ich drücken zum Drehen. Huch! So könnte man den dran bauen, ne? Wie sieht das denn so aus? Das sieht doch bescheuert aus, oder? Ja, plupp, 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 plupp. Vielleicht bauen wir das einfach hier noch mit dran. Geht das? Kriegen wir das hier noch mit dran? Hallo. Okay, also hier haben wir ein Problem, das anzuschließen. Wir kriegen das nur an die geraden Stücke. Und deswegen ist das hier schon eine Herausforderung, dass man das hier überhaupt überall befestigen kann. Ich glaube, ich werde das einfach mal... nicht so, sondern einen weiter runter... So gucken, dass ich hier vielleicht ein paar Sachen nebeneinander kriege. Wobei da natürlich, man hat nicht mehr diese coole Sicht auf das Loch dahinter. Nee, deswegen mache ich das lieber hier. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Ich mache es ein bisschen weiter weg, dann passt dazwischen vielleicht sogar noch ein Laden. Das würde ich gerne mal versuchen. Jetzt habe ich hier überhaupt gar keine Stelzen. Die müsste ich dann... Nein, jetzt ist es ein bisschen abschüssig. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass es genau gerade ist.
Jetzt kann ich ja gar keine Läden mehr hiervon abgehen lassen. Ganz davon abgesehen, dass ich sowieso nichts habe an Läden. Das ist ja großartig. Toll! Ach, und das hier ist wieder eine Toilette. Da kann man von vorne und von hinten dran gehen. Ach, immer dieses Plup-Plup, das macht mich ja wahnsinnig, ne? Ja, ja. Ja! Alter. Leute, lass das. Kann man das ausstellen? Das muss man ausstellen können. 100 Pro kann man das irgendwo ausstellen. Wo kann man das ausstellen? Einstellen. Audio. Parkmusik. Soundeffekte. Nee, Parkmusik auf jeden Fall anlassen. Ladenradio. Spiel. Was soll ich wo einstellen können? Na egal. Dann eben nicht. Dann mach halt plupp plupp. Mir doch egal. Toilettenblock. Also man kann von diesem Toilettenblock immer von vorne und von hinten irgendwie ran. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Uah, das wollte ich nicht. Viel zu groß. Passt das hier irgendwie ran? So. Also, das passt definitiv hier hin. Wir machen jetzt hier mal eine Toilette hin. Ich will auf jeden Fall auch, dass die Toilette was kostet. Nee, das wollte ich gerade überhaupt nicht machen. Ich wollte Toilettenblock 1, 7. Ah, da. Da war das. Okay. Geld? 20 Cent? So. Nochmal so vielleicht. So. Ja. Okay. Und die andere Seite müssten wir nämlich jetzt auch noch anschließen. Kann man vielleicht, wenn man jetzt hier hinten auch noch den Park weiterbaut, dass sie dann von der Seite auch nochmal rangehen können. Es liegt irgendwie gerade alles ein bisschen blöd und das hängt hier auch so blöd in der Luft. Das da müsste man, eigentlich kurz mal was drunter bauen, damit das nicht so doof aussieht. Hm. Gebäude. Gibt es denn überhaupt sowas hier? Haben wir überhaupt Wände? Haben wir Wände? Ja, das ist mir klar, dass der nicht erreichbar ist. Toll. Jetzt sagt er mir das auch noch ständig. Fassbank. Ah. Okay, das funktioniert tatsächlich. Oh, schade. Funktioniert doch nicht. Soll sich nicht zu früh freuen. Hier irgendwo. Also das ist natürlich schade, dass es hier in der Schräge überhaupt nicht geht. Da oben geht es erst wieder. Leute brauchen ja auch Energie. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich das denn hinkriegen? Hä? Da geht's? Ich glaube, das ist nicht die beste Stelle, aber okay. Kriegen wir hier noch irgendwas? Oh, da. Da könnt ihr euch ausruhen. Hier. Hier oben wäre auch irgendwie ziemlich gut, wenn wir hier mal so eine kleine nice Bank hinstellen könnten. Da. Hier beim Klo, ne? Wenn man auf die Frau wieder warten muss. Weil die Schlange so lang ist. Ach, schau mal an. Haben sich gleich hingesetzt. Hier kann man natürlich schön runter gucken. Dann machen wir hier drunter nochmal so. So. So, hier sind wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, die sich überhaupt hinsetzen wollen. Egal, die können sich jetzt aber hinsetzen. Oh, hier kann man richtig geil runter gucken. Ist auch keine Sau. Schön. Finde ich schön, wenn man immer sofort sieht, dass das auch genutzt wird. Hier sitzt auch schon wieder jemand auf der Bank. Perfekt. Aber ich weiß nicht, ich kann das jetzt hier gerade überhaupt nicht. Ich kann hier nichts drunter bauen. Deswegen haben wir jetzt hier ein fliegendes Dingsbums. Ah, ich könnte das, was ich normalerweise immer machen könnte, ich könnte hier einfach Felsen drunter bauen. Dann sieht es wenigstens nicht so blöd aus.
Ne? So, dann sieht es nicht ganz so aus, als würde das jetzt hier so in der Luft schweben. Oder ich könnte den Boden hochziehen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber wir nehmen jetzt einfach mal... Oh, wir nehmen jetzt einfach mal das hier. Oh, im Baum. Yeah. So, nehmen wir den hier vielleicht nochmal. Was haben wir noch? Den da. Also ich würde sagen, besser als ohne. Aber so schön ist es auch nicht. Ja, doch, komm. Also, ne? Schlecht ist es jetzt nicht. Doch, doch, doch. Das ist schon gut. Das hat schon was. Das hat schon was. Kann man hier noch so ein bisschen moderig... so rum. Von der Brücke das hier so runterhängen lassen. Ich finde, man hat manchmal so ein bisschen das Problem, dass man nicht weiß genau, an welcher Stelle man sich gerade befindet. Hä? Noch einen vielleicht? Ich habe da gerade eine Nachricht gesehen, konnte ich irgendwie nicht lesen so schnell. So, jetzt haben wir hier nämlich so eine Brücke, wo der Tang hier so runterhängt. Das finde ich ganz cool. Dann können wir da drunter einen See machen. Hätte ich vielleicht mal vorher machen können. Wo ich jetzt wenigstens noch ein bisschen was sehe. Das müsste ich eigentlich drehen. Kann ich das nicht so ein bisschen drehen? Ups, das ist eigentlich... Oh, nee, das ist zu viel. Scheiße, entweder so oder so. Nee, dann lieber doch so. Ah. Okay. Also, ja, damit kann ich eigentlich gut leben. Och nein, jetzt wollte ich gerade hier das Terrain bearbeiten. Es geht nicht. Das ist ja voll schade. Oh, was ist denn da fertig geworden? Hä? Region Park? Hä? Die Wartezeit bei Kraken ist sehr lang. Okay. Hm. Ich entwickle mal Szenerie. Mal gucken. Ich muss mal kurz rausfinden, was habe ich denn jetzt hier entwickelt? Park? Ach, das ist Park! Wozu? Oder? Das ist Park? Das bringt ja voll nichts. Pfeilchen? Oh, wie süß, Pfeilchen. Oh nein. Oh, oh, was? Ich kann hier die Farbe ändern. Oh, wie cool. Oh, nein. Nein, wie nice. Hellblau. Flieder. Oh. Oh Gott. Wunderschön. Oh, wie cool. Ich freue mich total, dass das funktioniert, sowas. Ich möchte das hier. Kann ich das jetzt irgendwie verschieben noch? Das ist ja richtig geil. Das ist ja noch richtig geil. Ne, eigentlich müsste ich ja die Farbe nehmen von dem... Von dem hier. Das wäre voll gut, wenn ich die Farbe von dem Schiff da hätte. Was ist denn das? So das hier ungefähr? No. Könnte passen, ne? Okay, das wäre cool, wenn die noch ein bisschen buschiger wären. Das könnte man auch machen. Oder? Cool. Ich kann jede Farbe nehmen, die ich haben will. Ach, ich muss das immer noch mal loben. Was haben die Leute hier sich wieder ausgedacht? Die haben... Das Spiel einfach so, die haben dem so viele Möglichkeiten gegeben. Auch wenn manchmal irgendwie die Performance oder so drunter leidet.
Ich meine, prinzipiell ist das einfach nur verständlich, weil man einfach solche Möglichkeiten hat bei diesem Spiel. Und wenn es einfach nur so, es ist nur so ein klitzekleines Ding, was man hier so rausgucken lässt. Okay, das sah jetzt irgendwie doof aus, aber... ist einfach so geil gemacht. Mich würde gerade mal kurz interessieren, ob ich auch diese Büsche verändern kann, auch von der Farbe her. Das muss ich unbedingt gleich mal kurz ausprobieren, ob das geht. Voll cool. Oh shit, eigentlich müsste ich hier noch einen Stein dazwischen hauen. So einen kleineren. Ja, genau. So. Ja, das sieht besser aus. Und hier hängt ja auch noch ein Fass rum. Das geht eigentlich auch nicht, ne? So, erstmal den. Warte, nee, Moment. So. So. Jetzt mal nach unten gucken. Nee, dann nehme ich lieber den da. So. Oh, das kann man auch lassen. Kann man hier auch... Nee, weißblühender Busch, der ist wahrscheinlich auf jeden Fall weiß. Oh, den hätte ich so gerne gehabt in einer anderen Farbe. Das wäre richtig cool gewesen. Mein Lieblingsbusch. Das ist definitiv mein Lieblingsbusch. Der hier mit diesem Weißen da, den Weißen finde ich auch sehr cool. Ich baue hier schon gerade wieder so random irgend so ein Zeug. Was eigentlich völlig unwichtig ist, was aber mir so Spaß macht, weil es dann irgendwann am Ende so geil aussieht. Nein, Lupinen. Kann ich auch in einer anderen Farbe wählen. What? Ich bin im siebten Himmel. Ah, wie gut ist das? Wow, geil. Also ich finde die von der... Doch, ich finde die trotzdem. Doch, ich finde die gut. Ich wollte gerade sagen, ich finde die nicht so gut gemacht, aber ich finde sie doch gut gemacht. Ich bin so gespannt, ob man sowas einzeln auch runterladen kann. Gibt es sicherlich auch schon, dass das hier irgendwie in der Community hergestellt wurde. So eine verschiedenen Pflanzen. Boah. Ich muss mich da unbedingt mal umgucken. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr dazu sagt. Soll ich mich mal umgucken? Oh Gott, bitte nicht. Ich lade dann wieder so unfassbar viel runter. Das ist nicht gut. Achso, ja, Terrain kann ich ja nicht machen, sonst würde ich jetzt hier einen richtig schönen See irgendwie drunter durchlaufen lassen, beziehungsweise so einen Fluss. Würde ja auch richtig gut passen. Könnte man hier, dass sie halt überall über den See jetzt rüberlaufen müssen. Boah, ich sehe gerade, dass die Mülleimer einfach mega voll sind. Ah, da... Sorry, da kommt er gerade. Und stopft nochmal nach. Perfekt. Sehr gut gemacht. Oh, ich muss mich mal ganz kurz ums Personal kümmern. Muss ich irgendjemanden hier befördern oder so? Wie war das nochmal? So. Fortgebildet. Animateur habe ich nicht. Müsste ich eigentlich mal einstellen. Ah, da war es, genau. So, den bilden wir auch mal fort. Dann stellen wir mal einen Animateur ein. Der muss natürlich hier wieder sein. So. Egal, wo du langläufst. Du kriegst jetzt hier keinen besonderen Bereich. What? Wir machen mega Minus. Wir müssen unbedingt irgendwie neue Geschäfte haben, mit denen wir wieder Einnahmen generieren. Was denken die? Warten war ziemlich schnell vorbei. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen hier an der Schraube drehen. Hm, hier haben wir leider keine Gedanken. Hier haben wir auch keine Gedanken, oder? Hier hätten wir vielleicht noch was. Kann man hier... Oh, was? 24 Euro. Puh. Okay, das ist heftig. Ich habe aber auch nur zwei Geschäfte. Ich muss ganz dringend schnell ein neues Fahrgeschäft kaufen. So, das haben wir gerade gekauft. Dann würde ich sagen, wir kaufen mal Spaß. Spaß. Spaß ist gut. Nervenkitzel ist gut. Spaß ist schlecht. Nervenkitzel ist schlecht. Nehmen wir direkt nochmal so ein gutes oder nehmen wir einmal ein, dazwischen eins, was nicht so viel macht.
Spaß. Ich nehme einen. Na, immerhin, der hat noch 4, irgendwas. Komm, nehmen wir mal den. Ja, tü-düm, ich weiß. Ganz kurz gucken, ob da irgendwas ist, was relativ groß ist, wo ich sonst keinen Platz für habe. Nö. Dann nehmen wir doch den. So, ich hoffe, ich kriege den gut angeschlossen. Ist jetzt natürlich hier irgendwie mitten in der Pampa, ne? Habe ich das Gefühl. Sattele. Ausgang. Machen wir den Ausgang hier oder da? Ne, hier machen wir den. Eingang mit Weg verbinden. Ja. Länge 4. Wie, was hat er jetzt für ein Problem? Aha. Upsi. Huch, das wollte ich gar nicht. Oh nee, ach shit, das geht ja irgendwie nicht, ne? Oder geht das doch? Wo kriege ich denn hier den Weg ran? Oh nein, nur hier oder da? Okay, da kriege ich ihn auch ran. Ach, dann haben wir jetzt schon wieder so eine Schlange. Eine lange Schlange. Hä? Schlange lange? Ah, das ist aber blöd. Oder hier? Nee, Moment. Wir machen das von hier. Von da. Nee. Okay. Ich muss den Eingang hier hin machen. Oh, nein. Warum? Verdammt. Kann man das nicht, oder geht das, wenn ich es kürzer mache? Das Gelände ist zu uneben. Hä? Okay, da, also die Wegfindung ist nicht so perfekt. Komm. Do it. Hier lang. Nein. Finde dich doch, du doofer Weg. Oh, nein. Scheiße. Aha, krieg's. Okay. Kann ich nicht autovervollständigen machen? Was zur Hölle? Warum? Warum macht es das? Nein! Hä? Nein! Nein. Nö. Alter! Mach's doch einfach. Hä? Hat das? Oh Gott, ich glaube, er hat sich's. Ich muss diesen komischen Busch hier wieder wegmachen. Das war ein Krampf. Ohne Scheiß, das war ein richtiger Krampf gerade. Nein, ich will doch keinen Weg. Ich will dich nicht. Ah, ich will doch nicht. Ich will den Baum. So. Ja, weiß ich. Ist mir auch egal. Der ist nicht zu erreichen. Der Rückweg ist nicht zu erreichen. Der Rückseite. So, und wie kommen wir jetzt hier wieder raus mit den Leuten? Entweder hier oder... Kriegen wir hier lang? Da vielleicht lang? Versuche ich mal eben. Vielleicht... Oh, was eine Aufgabe. Puh. Okay. Okay, gut. So. Okay, wir müssen jetzt den... Oh. Das erstmal natürlich weg. Dann müssen wir den Ausgang erstmal wählen. Beziehungsweise das hier müssen wir wählen. Ich muss den Ausgang verschieben. Wie zur Hölle ging das? Ach shit, ich muss es ja ausmachen dazu. Nein. Ausgang verschieben. Oh, oh, er tut es von alleine. Sehr gut. Okay, jetzt
Ich kann das auch nochmal einfärben. Fällt mir da gerade auf. Finde ich aber schon ganz gut. Ich glaube, ich lasse das gerade erstmal so. Forschung ist fertig. Wow, und ich muss schon wieder Pause machen. Dieser Baum, der steht hier nicht gut. So. Das ist ein bisschen besser. Bisschen besser. Wobei der hier steht auch schlecht. Schieben wir auch noch mal ein Stückchen weg. So. Und dann sage ich mal, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich bin jetzt immer noch dabei, hier irgendwie die ganzen Sachen unterzubringen durch dieses komische bergige Gebiet. Oh, ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen hin, dass wir das angeschlossen bekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Däumchen wäre nett. Und dann sage ich bis dann. Ciao.